Die drei schwersten Speedruns der Gaming-Geschichte. Bock auf Speedrunning? Davon lasst ihr besser die Finger. Tetris auf härtester Schwierigkeit ist allein schon enorm schwer, weil ihr so gut wie keine Zeit habt nachzudenken und enorm schnell reagieren müsst. In The Grandmaster 3 Terror Instinct werden dann aber noch ganz kurz vor Spielende die Blöcke auch noch unsichtbar. In Bloodborne braucht ihr für einen guten Speedrun enorme Skills. Ihr müsst richtig gut kämpfen und das Menü im Schlaf bedienen können. Und natürlich alle Schwächen der Gegner, Abkürzungen und die Fundorte der wichtigsten Elixiere auswendig können. Am Ende braucht es auch noch etwas RNG. Wird beim Endgegner Wet Nurse, nämlich die Early Nightmare Phase, ausgelöst, ist es schon wieder vorbei. Schon lange vor dem Hype gespeedrunnt wurde The Legend of Zelda Ocarina of Time von 1998. Deswegen ist es hier auch enorm schwer, gute Zeiten zu erreichen. Die Any% Runs werden sogar in Millisekunden gemessen. Und trotzdem finden die Spieler auch heute noch alle paar Monate einen neuen Weg, den Rekord zu brechen. Und die schwersten Moves in Videospielen gibt es im nächsten Video.